Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Battle mit dem Lukas und dem Moin. Special Guest, dem Erik. Hallo. Der auch jetzt zum ersten Mal auf dem Server geht gleich, oder? Ja. Na denn. Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Jeder 2 Stunden, die anderen haben wahrscheinlich schon jeder 10, so ungefähr. Und ich überlege, wo ich gerade hin muss. Ich glaube da vorne. Bist du gerade zu Hause, Lukas? Ich fahre gerade nach Hause. Okay. Ich bin auf meinem Bettchen unterwegs und habe gerade 700 Siliziumperlen geholt. Es gibt nicht so an hier, der Erik weiß schon, was wir machen. Was weiß er denn? Na klar, wenn wir so viele Siliziumperlen haben, dann weiß er doch, dass wir einen kleinen T-Rex sehen. Erik, was machst du denn gerade? Ich bin dabei, rauszufinden, wie ich auf den Server komme. Jetzt in der Ecke kannst du wie weit da, bist denn du? Jetzt wahrscheinlich Favorites steht, kannst du da draufklicken und dann kannst du dazu Friends drücken. Zu Friends mit Ä. Stopp, wo bei Ark. Ja, wenn du in Ark bist, dann gehst du auf Join Server oder wie das heißt. Ja. Bin ich an der richtigen Insel? Oder bin ich einfach nur doof? So, was ist denn jetzt mit dem Alpha-Kano? Entsorg den mal, bevor ich da bin. Du hast noch 30 Sekunden. Entsorgt. Hä? Ist keiner. Ja? Ja. 3, 2, 1. Schade. Keine rote Schrift. Allerhöchstens die, dass mir zu warm ist. Nee, warte mal, hä? Bin ich doof? Du musst auf die rechte Seite. Da war ich doch gerade. Und was findet man in hohem Gras? Parrots. Pokémons. Ja! Wir waren gerade Pokémon sammeln. Minienausflug nach Hannover. Ah, so bescheuert müssen wir erstmal sein. Erik, morgen nehmen wir die Arena bei euch ein. Ja, die ist an der Kirche, kannst du gerne hinkommen. Ja. Bist du denn schon Level 5? Ich bin Level 10. Ah, okay. What, du bist Level. Oh, hier ist gerade ein Delfin verreckt. Passiert, ich bringe ein bisschen Fleisch mit. Du kleiner Grabräuber. Na gut, groß, aber ist ja auch egal. Da geht das? Was brauchen wir denn für die nächste Firearm? Welche Waffe hättest du denn gerne? Eine Acid Rifle? Hat das gerade mein Boot beschädigt? Hm? Hey, du, was hättest du gerne? Acid Rifle? Was ist denn das, womit wir weit schießen können? Also, eine semi-automatische... Wow, wow, wow. Es sieht so aus, als würde das alles gerade kaputt gehen hier, aber hier steht, hier ist gar nichts. Ein semi-automatisches Snipergewehr. Ja, das klingt gut. Mach mal.
Schweig, dem geht's gut. Wie man hört, Dennis führt selbst. Ich seh dich, ich seh dich! Ich dich aber nicht. Schneid dich da jetzt weg. Ja, nice, ich bin direkt gestorben. An was? An so einem Raptor oder so. Cool, ja. Raptor, ich komm mal hier vorbei, ne? Ey, Lukas. Dschungelmitte. Dingsens ist verboten. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin weitergefahren. Wollte ich gerade abschießen. Wo bist du denn schon wieder? Ich stehe jetzt am Steuer. Ah, da bist du. Nee, das ist mein Boot. Ah, ich sehe dein Boot. Boot nicht gesehen? Ich sehe dein Boot. Was bringt es, Dodos zu zähmen? Die können doch überhaupt nichts. Das stimmt. Sehen cool aus. Ey, du orientierst irgendwie einen Stein. Ja, ich musste um die Schildkröte rumfahren. So, und ach, da geht's hoch? Direkt neben dem Hafen? Das ist ja bescheuert. Ja, das ist voll gut. Da weiß man es wenigstens, haha. Nein, da würde normalerweise kein vernünftiger Mensch hochgehen, weil, weiß ja nicht, was da für Viecher rumlaufen, weil das total uneinsichtig ist. Ja, wir sind auch total uneinsichtig. Was Lukas meint, war natürlich uneinsehbar, aber okay. Alter, hier ist wieder irgendwas am Lägen. Bei mir nicht, ich hab konstant. Doch, dein Mosipithecus, lägt dir hinterher. Stopp, ich hab, glaube ich, irgendwas in die Kisten getan, ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann noch die Hälfte. Ach, da fahren. Ist das andere Haus. Warum haben wir es nicht dichter am Wasser gebaut? Weil es da nicht so viel auffällt. Ja, das merkt man. Ja, wusste ich, dass du so einen Scheißorientierungssinn hast. Ah, Sort by Weight. Und dann gucken wir ganz unten. Die Crossbow, die Metallpicke. Ach, ich habe alles rausgetan, stimmt. Ja, du kannst auch ohne kommen. Nee, ein bisschen was wollte ich schon mitbringen, aber es. Gastgeschenk, weißt du. Ach, nicht mal überladen. Erich, das lohnt sich sehr auf Weight zu spielen. Am besten so 20 Level mal Weight. Ja, okay. Bisschen mehr halt. Lohnt sich vielleicht überhaupt mal irgendwas zu wissen. Wie irgendwas zu wissen? Ja, ich spiele so ziemlich zum ersten Mal ab jetzt. Cool, hätte ich nicht am PvP-Server angefangen. Ja. Alter. Zu was denn? Doofen Dilo zu töten, ey. Hin zum Licht, da ist bestimmt was Wichtiges drin. Da, 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 da. Warum hast du mir eigentlich meinen Raptor nicht mit runtergebracht? Der ist unten. Oh. Wenn er einen Sattel hätte, könntest du damit auch laufen. Warum hast du noch keinen Sattel dafür gemacht? Weil das für mich nicht wichtig ist. Raptor, Saddle. Fiber und Wood hast du? Hast du nicht? Ja, ich glaube. Kann ich noch selber machen, haha. Hatten aber schon gelernt. Fiber Wood, Hide. So. Nee, kann ich nicht. Mir fehlt Hide. 80. Ja, Hide hab ich. Hä, der hat doch einen Sattel. Ach nee, ist deiner. Das ist meine. Den kannst du aber gerne nehmen. Okay. Nach oben los. Ich guck mir das oben schon mal an, was du schon so geschafft hast, während ich nicht da war. Nichts. Nix? Gar nichts. Du hättest auch den Skorpion nehmen können. Der ist ja total langsam. Und? Hier. Ah, der kann ja gar nichts tragen. All. Nein, jetzt bin ich entkambert. Aber kein Problem, dein Raptor auch. Mein Raptor hat 600. Wait, was war da denn drin? Sedge Foundation, Sedge Dorf, same Sedge Wall, Sedge Roof, Sedge Door. Ja, schmeiß ich ja auch gerade. Ach, was kostet dein GPS-Gerät? 350. Kompass. Mist. Hier ist ja nichts los. Aber ich habe das Fernglas vergessen. Also, wir müssen mal gucken. Der Willmann, der Dennis hat ja eigentlich einen Stargate. Das wollte er ja unbedingt haben. Finde ich aber nicht so toll. Wenn er eins hat, dann müssen wir einfach mal bei ihm gucken, welche Nummer der hat. Dann geben wir uns zu dem.
und rennen da mit allen unseren T-Rexen durch. Wow, und was ist das? GPS. Built and fabricated. Alter, da kämpft ein... Oh, zwei Dodos, die ins Wasser Navigation. Was kostet denn das? 5 Polymer und 20 Electronics? Das ist ja teuer. Nee, irgendwie nicht. Habe ich schon Level Up? Sehr gut. Ich weiß noch nicht, in was ich investiere, aber... Sehen wir gleich. Boah, ich hab's brauchen auch. Wir ja, wir brauchen Elektronik. Kommt man da überhaupt zu Fuß rein und raus? Wo? Nö. Wo auch immer. Ja, in den Skull. Nö, ja, aber zu Raptor. Aber nicht dabei. Ich sammle jetzt Metall. Bist du denn? Gleich oben. Ich glaube, ich habe gleich ein Problem. Warum? Weil hier so ein Dreieck so direkt in meiner Schussbahn steht. Ja, dann schießt du nicht drauf. Hm. Blöd. Blöd gelaufen, kann ich dazu nur sagen. Also der Dreieck, nicht ich. Und es geschieht. Wo ist mein Raptor hin? Oh ne, was hat denn den Raptor jetzt schon wieder angegriffen? Hast du meinen Raptor mitgenommen? Nein, ich habe nur den Trike mitgenommen. Hast du gepfiffen? Nein. Wo ist der? Nein! Ups! Hä, warum bist du... Warum suchst du ihn unten, wenn du oben bist? Hast du mir runtergeschmissen, oder was? Thank you.
hier unten ist echt schall. Hä, hey, der Alpha ist doch noch da! Wo? Ich sehe ihn von hier. Noch nicht gesehen. Gehst doch drauf. Fällt er da in den See oder nicht? Hm. Wo ist er denn? Na, da drüben. Wo bist du? Hier unten. Sehe ich nicht. Wieso hat er vielleicht dann keine Stamina? Jetzt habe ich ihn getroffen. Ah! Wir sind alle des Todes. Weil er runterfällt. Ja, komm, ne, das wird jetzt so in die Hose gehen. Schon allein, weil ich ihn nicht mehr sehe. Oh mein Gott, gibt es dumme Viecher. Wo bist du? Hier an der Kante. Ah, er schwimmt runter. Irgendwann dürfte der doch keine Stamina mehr haben, oder? Ah, nicht, der ist ja nur Freilebender, der hat ja immer Stamina. Aber irgendwann ersäuft er. Wenn er sich nicht mehr bewegt. Hey, ich bin glaube ich Level 81 jetzt. Was bin ich denn? Ich bin 83. Cool. Bobman. Und damit sagen wir Tschüss von der heutigen Folge und sagen Bye, bye, bye.